Dr. Ernst-Dieter Rossmann, Pinneberg, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kubicki, Strande, ich möchte zum Abschluss dieser Runde ausdrücklich an die Kollegen von der Koalitionsfraktion anknüpfen. Es ist ein ganz großer Tag, dass wir hier heute über einen Hochschulpakt in der Fortsetzung und in der dauerhaften Unterstützung durch den Bund überhaupt diskutieren können. Denn es hat auch mal Zeiten gegeben, wo es andere Stimmen gab, auch fehllaufende Stimmen. Und deshalb gut, dass wir diese große Übereinstimmung haben. Und in Bezug auf die vier Oppositionsfraktionen in Richtung AfD und Linke zwei Faktenanmerkungen. Der AfD nur gesagt, in ihrem Furor gegen die akademische Bildung das eine Faktum gesetzt. Im Jahr 2017 hat es 513.000 Studierende gegeben, die ein Studium angefangen haben. Und es hat 520.000 Menschen gegeben, die in eine duale Ausbildung hineingegangen sind. Nur was die Faktenbasis angeht, in Bezug auf Überakademisierung und anderes. Und der Linkspartei möchten wir gerne sagen, ja, wir haben nicht mehr die Zeit, Sie auch nicht, für reine Lehre. Denn bei den 16 Bundesländern sind Sie in Thüringen und in Berlin und in Brandenburg verantwortlich über Finanzminister und über Kabinette, auch an der Ausgestaltung des Hochschulwesens mitbeteiligt. Und Ihren Anträgen kann man hier immer so entnehmen, als ob Sie in einer Zwei-Welten-Lehre sich bewegen würden. Und das trägt nicht, sondern hic Rotus, hic Salta. Und dann müssen Sie es auch in den Ländern, in Ihren Koalitionen entsprechend umsetzen. Die FDP, die neue Servicepartei, geht ja mit Ideen hinein. Und Frau Staffler, Sie sprachen eben an, dass dort in der Kaskade der Zielvereinbarung, die die FDP in die Diskussion bringt, eine Zielvereinbarung des Bundes individuell mit 16 Bundesländern und der 16 Bundesländern dann noch mit fast 100 Universitäten und 300 Fachhochschulen. Wir finden, das ist nicht nur nicht machbar, Frau Staffler, was Sie angesprochen haben, es ist auch nicht wünschenswert. Denn wir wollen doch gerade mit der Verstetigung der Hochschulpaktmittel die Grundfinanzierung stärken. Aber Grundfinanzierung heißt doch nicht, dass ich Grundfinanzierungsmittel gebe, auf die ich dann gleichzeitig 8+X-Kriterien obendrauf packe. So verstehen wir nicht Stärkung der Grundfinanzierung. Ich glaube nicht die CDU, CSU, jedenfalls die SPD nicht, sondern sparsam, gezielt hineingehen in Bezug auf die Kriterien, nach denen die Mittel verteilt werden und die dann von den Hochschulen aus mit in der Gestaltung umgesetzt werden können. Diese Kriterien sind von uns, Herr Schipanski, und da nehmen wir nicht zurück, gesetzt worden, dass die Mengenverteilung nach Studienanfängern, nach Studienzeit und auch nach Abschluss und als sozialdemokratisches Anliegen auch nach Herkommen der Studierenden, also eine besondere Unterstützung da, wo beruflich Qualifizierte in die Hochschulen hineinkommen, mit verteilt werden sollten und dass man es auch nach Studienrichtung unterschiedlich berechnet. Und es kommt dann dazu, und das ist die zweite Linie, dass wir die Qualität, und da haben wir hier ja Übereinstimmung, über eine gesonderte Förderung im Qualitätspakt Lehre auch weiterführen wollen. Dass dieses beides jetzt möglich ist, das ist eine wahrlich große Leistung. Denn ich erinnere mich hier noch im Parlament an eine Parlamentssituation 2006. Frau Grütters ist jetzt bei der Kultur, ich war damals schon bei der Wissenschaft, wo wir nur bescheiden versucht hatten, in der damaligen Koalition einen Parlamentsantrag zur guten Lehre hier einbringen zu können, was nicht mal durch die CDU-Fraktionsführung durchkam, weil es hieß, mit Lehre hat der Bund null zu tun. 10 Jahre später, in der Grundgesetzänderung 2015, haben wir die Förderung der Lehre in der Gemeinsamkeit von Bund und Ländern so prominent im Grundgesetz verankert, dass dort nicht nur steht der Wissenschaft, der Lehre. Wir sind weit gekommen, gut weit gekommen in der Kooperation zwischen Ländern und Bund, was die Stärkung der Hochschulen angeht. Und man darf sich zum Schluss, Herr Bundestagspräsident, was wünschen. Das, was in den Hochschulen jetzt wirksam wird, das können wir auch bei den Schulen erreichen. Hoffentlich wird es bei einer nächsten Parlamentsdiskussion dort einen gemeinsamen, fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf so geben, dass er mit 2/3 Mehrheit im Bundestag, im Bundesrat eine neue Perspektive für Bildungskooperation insgesamt eröffnet. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Rossmann. Damit schließe ich die Aussprache.